Hallöchen, meine lieben Freunde, und willkommen zurück zu Let's Play Dishonored 2, das Vermächtnis der Maske. Wir suchen immer noch. Wir wollen immer noch das Heilmittel herstellen für die liebe Alchemistin, die ist ja verrückt geworden. Das ihr nicht einmal bewusst ist. Es war schon immer da, in ihrem Geist. Es übernimmt sie und zwingt sie, mehr von dem Originalserum zu nehmen, mit gewisser Regelmäßigkeit. Der Herzog hält sie hier gefangen. Und wenn ich recht habe, gibt er ihr niederträchtige Aufträge. Hypatia ist der Kronenmeuchler aus den Zeitungen. Sie geht und kehrt mit blutigen Fußspuren zurück, aber es gibt ein Heilmittel. Ein Gegenserum. Ich will es ihr verabreichen, sobald ich meine Notizen aus dem Safe in der Krankenabteilung habe. Hallo? Oh, Alexandria. Ich habe gerade... Sie sind es. Ja, Vesco, mein Liebster. Sie wurden entdeckt. Und nun stehen ein paar Experimente an. Ich sorge dafür, dass es angenehm wird. Okay. Das ist nicht gut. Ekelhaft. Wir machen quasi jetzt eine Mixtur. Für den Kronenmeuchler. Um ihretwillen hoffe ich, dass es klappt. Okay, dann müssen wir jetzt uns der stellen. Ich hoffe, das ist richtig. Nee, doch nicht. Müssen wir ihr eine Spritze verpassen. Und ich glaube, ich muss mich sogar bei ihr anschleichen. Okay. Dr. Hypatia? Ja.
Tut mir leid. Mir geht's nicht so gut. Vielleicht habe ich mir was eingefangen, als ich mit ansteckenden Proben hantiert habe. Nein, sie wurden vergiftet. Aber es müsste jetzt besser werden. Ich habe Notizen gefunden und ein Gegenmittel gemischt. Vergiftet? Keine Sorge. Ich kümmere mich darum. Wenn Sie ein paar Tage Ruhe brauchen, kommen Sie zu uns. Ich wohne mit einem Freund auf einem Boot, der Dreadful Whale. So, dann haben wir das Problem schon mal gelöst. Hinterausgang. Kann ich das Gemälde mitnehmen? Jawohl. Mich auch mit. Aber sie hat irgendwas mit Zollhoff-Kopf angestellt in ihrem besessenen Zustand. Dann haben wir das Problem schon mal gelöst. Ah, das hätten wir auch noch beinahe übersehen. Ja, ja, spielt ruhig mit euren Würfeln. Wenn der Wachturm erledigt ist, kann Megan mich aufsammeln. Ich brauche hier drüben Hilfe. Was? Ich komme! Du gehst nirgendwo hin. Bist du fertig? Verdammt! Ah, jetzt hat er mich getötet. Oh. Dass die auch einen Finisher-Move machen können bei mir, das ist gemein. Ich hoffe, ich kann das überspringen. Dr. Hypatia? Okay, neuer Versuch. Warte mal, nicht vorbeirennen. Das nehmen wir natürlich mit. Das gleich wieder so viel. Dass da so viele Wachen gleich wieder sind. Aber ich glaube, wir müssen sogar die Wachen ausschalten. Muss schön gewesen sein vor 10 Jahren. Wenn der Wachturm erledigt ist, kann Megan mich aufsammeln. So. Schlaft, meine Einsammeln, ihr wisst schon was. Das ist aber gemein.
Da kommt sie. So. Ich leg mich hin, bis ihr soweit sind. Können wir hier weg? Es gefällt mir hier nicht. Bereit? Ja, genau. Lass uns zum Schiff zurück. Haben Sie Sokolov gefunden? Nein. Aber Hypatia war der Kronmeuchler. Was? Das nehme ich Ihnen nicht ab. Der Herzog hat sie dazu gebracht, sich eine falsche Mixtur ihres Serums zu spritzen. Es hat sie verändert, aber es gab ein Gegenmittel, also lebt sie noch. Wenn sie sich an die Morde erinnert, muss sie damit leben. Was ist mit Sokolov? Ihn einem gewissen Kirin Jindosh überlassen. Kennen Sie ihn? Jeder kennt ihn. Sakonos Großerfinder. Dann ist er der Nächste. Hoffentlich geht es Anton gut. Okay, jetzt waren wir mehr wieder auf Angriff. Zivilisten getötet, Gegner 6 getötet, 6 getötet, Leichname entdeckt, 9 Entdeckungen, 11. Alarmus gelöst, 0. Gemälde haben wir nichts gefunden. Ah, ich hab's diesmal nicht mitgenommen, weil wir doch letztes Mal gestorben sind, wisst ihr noch? Aber trotzdem sehr geiles Spiel. Sehr, sehr geiles Spiel. Zu seiner Zeit war Sokolov Dunwalls Genie. Er hat die Stadt mit seinen Erfindungen verändert. Elektrizität für die Fabriken und Wagen, die über den Straßen entlang sausen. Als ich aufwuchs, sorgten seine summenden und leuchtenden Geräte für Sicherheit. Seine Geschichten ließen mich kichern. Seine unerhörten Aussagen schockten Aristokraten und Aufseher. Nach all diesen Jahren ist Kirin Jindosh jetzt Kanakas Genie. Ein wahnsinniger Erfinder, der dem Herzog düstere Maschinen verschafft hat, die sich wie Menschen bewegen. Mechanische Soldaten, die kämpfen und töten. Ich muss herausfinden, wo Sokolov gefangen ist und ihn lebend zurückbringen. Ein Genie retten und das andere einsperren, bevor es eine Armee mechanischer Soldaten erschafft. Wenn es nicht dafür schon zu spät ist. Okay. Notiz von Malcolm Foster. Dr. Hypatia braucht einen Ort zum Schlafen, also habe ich das Zeug aus der unbenutzten Kabine geräumt. Ich konnte das meiste davon verkaufen. Hier ist der Anteil, nicht viel, ich weiß. Weil Öl ist teuer und steht unter dem kaiserlichen Rationierungserlass. Aber das wissen Sie ja bereits. Malcolm Foster. Können wir auch wieder was schreiben. Entehrt. Mein Vater ist verloren. Das haben wir doch schon gelesen. Ja, haben wir schon gelesen. Und wenn, dann kann man es immer noch nachlesen, meine Freunde. Hier macht ja noch mehrere Einträge, die gute Emily. Und sie hat die Spritze mitgenommen. Ernsthaft? Ich hätte es liegen lassen, ganz ehrlich. Sie ist viel zäher, als ich dachte. Sehr fähig. Bin ich unehrlich? Jeder hat doch Geheimnisse. Vielleicht sind meine schlimmer als andere. Finde das Kurbelrad? Warte mal. Finde das Kurbelrad.
Wie mache ich das? So. Okay, wo ist dieses... Finde das Kurbelrad. Okay, mal kurz auf dem Schiff rumgehen. Ah, da ist doch das Kurbelrad. Ja, nur die Frage, wo muss ich das, dieses Kurbelrad anbringen? Maschinenraum, der ist weiter unten. Okay. Hä? Ach, hier muss ich es anbringen. Ich weiß zwar nicht, was es bringt, aber es bringt was Positives, hoffe ich mal. Einfach mal alles anschauen. Das kann ich leider nicht lesen, das glitscht in der Kiste rein. Auf dem Schiff brauchen wir noch kein Schwert, da ist doch gar nichts Bedrohliches. Ja, ich schaue jetzt nicht auf der Toilette, dass da irgendetwas ist. Ramsay und der Kronenmeuchler. Zwei Teile des Puzzles. Mehr werden folgen. Ja, bestimmt. Das ist neu. Botanik und Krankheiten. Ich wünschte, man könnte hier ein bisschen was basteln. Also so, ihr wisst schon, Armbrustbolzen, etc., etc., etc. Was habe ich getan? Was habe ich getan? Die vielen Oh, sie sind es. Bleiben Sie noch kurz hier. Ja, bitte aufhören mit dieser Klassik-Scheiße. Nichts gegen die Klassikmusik hören, aber ihr wisst schon. Dr. Hypatia, erinnern Sie sich noch an irgendwas, das mir helfen könnte? Ich suche Anton Sokolov. Er kann vielleicht aufdecken, was der Herzog plant. Meine Erinnerungen sind bruchstückhaft. Der Herzog ist eng mit seinem Großerfinder Kirin Jindosch im Bunde. Der hat den Charme einer schwarzen Witwe. Er verehrt und hasst Sokolov zugleich. Wir waren bei Aramis Stilton. Er ist nett. Aber es ist etwas Schlimmes passiert. Nur Erinnerungsfetzen. Tut mir leid. Ruhen Sie sich jetzt aus. Vielleicht hilft uns etwas davon weiter. Ich hoffe es. Ich weiß zwar nicht genau, was Sie für mich getan haben, aber ich schulde Ihnen was für die Hilfe im Eddemeyer. Danke. Kein Problem. Ich meine, ich kann es verstehen, weil wer will schon eine besessene etwas sein? Keine Ahnung, was wir es beschreiben soll. Eine Hexe? Keine Ahnung. Was haben wir jetzt geholfen? Und ihr geht's besser. Hoffentlich lässt deine Freundin das Boot heil, während wir weg sind. Bereit? Ja, bereit. Los geht's. Also gut. Los geht's. Soll ich euch ehrlich was sagen? Da fand ich das mit der Maske so draufsetzen besser als dieses Stoff übers Gesicht ziehen. Oh, Entschuldigung. Übers Gesicht ziehen, weißt? Ich meine, sie ist die Tochter von Corvo. Warum nutzt sie nicht die Maske von ihm oder kriegt selber eine?
Jindosh ist für den inneren Zirkel des Herzogs wichtig. Die Garde bewacht sein Anwesen und sie setzt alles in Bewegung, wenn sie rausfinden, wer sie sind. Ich passe schon auf. Und es gibt eine Lichtwand, die den Zugang zur Bahnstation versperrt? Ja, aber es gibt einen Schwarzmarktladen in der Nähe. Die verkaufen unter der Hand. Schon mal ein Kabelwerkzeug benutzt? Corvo hat's mir beigebracht. Gut. Überwinden Sie die Lichtwand, dann fahren Sie mit dem Wagen zu Jindoshs Haus. Und es gibt einen Grund, warum die Leute sein Anwesen fürchten. Kümmere mich drum. Emily, kümmern Sie sich um diesen Verrückten und bringen Sie Sokolov zurück. Er bedeutet mir viel. Oh, ist da eine Liebe etwa? Spüre ich da Dr. Love, also Amor. Ist ja herzallerliebst. Okay, ich habe hier eine optionale Aufgabe. Was ist das denn? Und besorge dir Kabelwerkzeug beim Schwarzhändler. Das ist er. Der sieht ja echt schmierig aus. Sorry. Okay. Das ist ein bisschen schwierig gemacht, finde ich. Ich gehe aber erst zum Schwarzhändler. Aber ich schaue mich trotzdem, ob hier irgendwas zum Aufsammeln ist. Das nenne ich Riesenschraubenzieher. Alter. Oder Schraubendreher. Ist doch egal. Ist da irgendwas, weil ich da so rein kriechen kann? Wahrscheinlich kann ich mich hier verstecken. Man kann ja mal alles durchforschen und durchsuchen. Ich hoffe mal, es gibt keine Heuler hier oder so. Seht ihr, das hat sich schon gelohnt. Haben halt unsere Heilung halt mit frisch aufgefrischt. Okay, kann man hier irgendwas nehmen? Da hätte ich mich auch auffallen können. Oder war das jetzt was zum Verkauf, glaube ich eher. Ich finde diese Tentakelarte Zauber, der erinnert mich irgendwie an ein anderes Spiel. Es gibt ein Spiel, wo du auch so Tentakeln hast im Hintergrund, die können aber auch sprechen. So, meine Freunde, ich sehe, wir sind schon wieder am Ende einer Folge angelangt. Ich danke euch fürs Zuschauen und fürs dabei sein und bis zum nächsten Mal bei Dishonored 2, das Vermächtnis der Maske. Tschüss. Und damit meine ich nicht Henry Maske.